um nochmal den Tank ein bisschen zu lernen. Cool, Movement-Demo, gehen wir das durch. Gut, Warm-up dürfte klar sein, ne? 10, 20 Sekunden, Highies. Und Burpees. Immer schön am Lachen, ne? Und Burpees, zack. Okay, cool. Immer 20, 10, 8 Mal. Dann habt ihr das. Dann seid ihr ein bisschen warm, dann können wir direkt loslegen. Toast, Tuch, Stuhl, Regal, Kommode, whatever. Ihr könnt, wenn ihr bei Icke eine Kettlebell mitgenommen habt oder eine schwere Dumbbell, könnt ihr euch auch daran festhalten. Das Wichtige ist nur, dass ihr hinterm Körper so einen Ankerpunkt findet, an dem ihr euch festhalten könnt. Und sagt, ich ziehe bis hier ran. Okay, gut. Ja, wenn ihr so ein weißes Regal habt wie wir, dann seid vielleicht ein bisschen vorsichtig. Wunderschön, okay. 10 Dinger davon. Dann haben wir die Shoulder-Tests in Push-Up-Position, die sind immer gleich. Zack. Immer schön stabile Hüfte. Hier 10 Dinger. Und 5 Narrow-Push-Ups. Narrow-Push-Ups, die klassischen Crossfit-Eng-Push-Ups. Ja, schaut mal, dass ihr bitte. Kannst du mal kurz vor mich kommen? Ja, also so. Gerne. Lass die Leute das sehen, bitte. Griff weiter. Hier. Okay. Also ungefähr schulterbreit auseinander, ja? Schulterbreit, also so. Running Gag. Okay, zack. Und dann hier schön. Atmen. Atmen, genau. Super. Intervall Nummer 1, Intervall Nummer 2. 15 Sit-Ups. Kennen wir. Klassisches Ding. 15 Dinger davon. Dann kehren wir zu unseren allseits beliebten Shoulder-Taps zurück. Und 10. Und zum Schluss haben wir 5 Wide Push-Ups. Das heißt, etwas weiter. Bitte nochmal vor. Nee, oder? Ihr könnt euch das vorstellen. Macht sie einfach ein Stück weit. Und dann hier schön, schön stabil. Geht nicht zu weit, dass das für die Schultern noch angenehm ist. Und 20 Mountain Climber. Im letzten M-Rap 10 haben wir 20 Mountain Climber. Also entweder könnt ihr die so machen oder wie bei Icke machen wir die oft so. Zack. Dann haben wir wieder die schönen Taps in Shoulder Position. Und dann haben wir hier 5 Burpees zum Ende. Puh, das letzte wird ein ganz schöner Schulterburner. Gut, das war's. 3x M-Rap 10. Teilt euch auf, wie ihr wollt. Ne? Je nach der Intensität, wenn die M-Rap 10, die 10 Minütchen Full Mayhem geht, dann macht vielleicht dazwischen so 5, 3 bis 5 Minuten Pause. Wenn ihr alles entspannt durcharbeitet, schließt das M-Rap eigentlich aus. Aber ihr wisst ja immer, ihr könnt dem Workout den Sinn geben. Dann, hey, das war tiefgründig. Dann könnt ihr auch die 30 Minuten schön durcharbeiten. Super. Dann viel Spaß dabei. Sonntag, seid schön fleißig. Denkt an unsere High-Rocks-Class, die sonntags immer ist. Da kommen wir bald wieder zurück mit dem ganzen Laufen. Und ja, eintragen im Wordify und viel Spaß.